Willkommen in Herentals. Unsere Stadt liegt im Herzen des Antwerpener Kempenlandes. Sie zählt 19.000 Einwohner und wurde nach mittelalterlichem Muster errichtet, das bis heute das vertraute Straßenbild der historischen Hauptstadt des Kempenlands geblieben ist. In den 70er Jahren wurde Herentals um die Ortsteile Norderweik und Morkhoven erweitert. Somit zählt Groß-Herentals insgesamt 27.000 Einwohner. Unsere Stadt beeindruckt den Besucher durch ihren Reichtum an Monumenten. In der Mitte des Grote Markt zeugt die Tuchhalle vom spätmittelalterlichen Wohlstand. Die Tuchhalle wurde Anfang des 15. Jahrhunderts durch die Herentalser Tuchgilde erbaut und nach der Brandkatastrophe von 1512 neu errichtet. 1532 wurde der Tuchhalle ein eleganter Belfry zugefügt. In der Mitte des 16. Jahrhunderts erhielt der Turm ein leichtes Glockenspiel, das seither zu jeder Stunde hoch über der Stadt erklingt. Südlich der Tuchhalle befindet sich das beeindruckende Denkmal des Bauernkriegs, das an die blutige Konfrontation zwischen den bäuerlichen Rebellen des Kempenlands und der französischen Armee erinnert. Als alte Festungsstadt darf Herentals auf einige solide Stadttore stolz sein. Dies ist die Bovenpoort, die vor 1389 errichtet wurde. Auf der anderen Seite der Stadt befindet sich die etwas jüngere Sandpoort, die den Durchgang zum Herzen der Stadt darstellt. Die Herentalser hegen und pflegen ihren Beginenhof von vor 1266. Das Prunkstück ist die schlichte St. Katharina-Kirche, die für kirchliche Trauungen hoch im Kurs steht. Allerdings kann man hier auch nur immer der Sonntagsmesse beiwohnen, die mit gregorianischen Gesängen verschönert wird. Beginen gibt es schon lange nicht mehr, aber der uralte Beginenhof lädt nur immer zur Besinnung in unserer schnelllebigen Welt ein. Etwas weniger alt, aber genauso stimmungsvoll, ist das Schloss Le Page aus 1892. Es dient als Rahmen für geschmackvolle Ausstellungen und andere kulturelle Aktivitäten. Sowohl einheimisches Arboretum, das in dem großen Garten dieses alten Patrizierhauses angelegt wurde. In der Nähe liegen die ansprechend restaurierte Kapelle und das Kloster des alten Gasthauses. Vor 1253 erbaut, ist es das älteste Gasthaus des Kempenlands. Ein weiteres Klostergebäude im Jahre 1410 als Schlosskloster erbaut wurde. Seit 1836 wird das Kloster von Franziskanerinnen bewohnt. Das Torhaus, die alte Kapelle und der schöne Innenhof zeugen von vergangener religiöser Frömmigkeit. Am Grote Markt entstand das Kulturzentrum Zraliken. Für Jung und Alt gibt es hier ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Zraliken ist ein Treffpunkt für kreative Zeitgenossen. Am eindrucksvollsten ist der komfortable Podiumsaal, der 350 Kulturliebhabern Platz bietet. Das geräumige Foyer im Parterre des Zraliken bietet zahlreiche Möglichkeiten für Empfänge oder einen Drink nach kulturellen Aktivitäten im Podiumsaal. Der Ortsteil Norderweik wurde Herentals durch die Gemeindefusionen von 1976 einverleibt. Das Prunkstück ist die aus dem 17. Jahrhundert stammende, aus Backsteinen erbaute Sandkapelle, die da nur etwas von der alten Volksfrömmigkeit des Kempenlandes weiterlebt. In der dritten Fusionsgemeinde Morkhoven stößt der Besucher auf eines der bemerkenswertesten Museen unseres Landes, wo hunderte Schädel von Tieren aus der ganzen Welt zu sehen sind. Den Schädelhof. Im Zentrum von Herentals gibt es zwei Hotels. Auf dem Grote Markt das Hotel des Salm, das in einem prächtig restaurierten Gebäude 24 Zimmer und geschmackvolle Gasträume beherbergt. Etwas weiter liegt das moderne Hotel des Swan, das mit seinen 39 Zimmern sowohl den Geschäftsreisenden als auch den Touristen mit zeitgemäßem Wohnkomfort verwöhnt. Die Autobahn E313 verbindet Herentals mit Hasselt und Antwerpen. Die größte Stadt Flanderns liegt also nur 30 Kilometer von Herentals entfernt. Diese attraktive Erreichbarkeit, auch für den Zug, ist ein Pluspunkt für Betriebe, die sich in den Gewerbezonen von Herentals niederlassen wollen. Auch der Albertkanal und der Kempenlandkanal sind wichtige Trümpfe.
Freitag ist Markttag in Herentals. Mit seinen 400 Buden ist dieser Markt einer der größten des Landes. Und selbst wenn man nichts kaufen will, ist die ansteckende Betriebsamkeit des Freitagmarktes etwas Besonderes, auf das die festen Kunden wohl kaum verzichten möchten. Auch der Sonntagsmarkt ist auf jeden Fall einen Besuch wert. In der Sandstraat herrscht die ganze Woche über eine angenehme Geschäftigkeit, das Herz begehrt. Auf dem Grote Markt bietet so manche schattige Terrasse im Sommer die Gelegenheit zu einem gemütlichen Plausch. Einmal im Jahr ist der Grote Markt Schauplatz. Im Zentrum wimmelt es von Menschen, wenn das Campen dann seinen Radsportlegenden die Ehre erweist. Eine Gelegenheit für Asse wie Rick van Looy, der sogenannte Kaiser von Herentals, und seinen alten Rivalen Eddy Merckx sich mal wiederzusehen. Stimmung ist auf jeden Fall beim jährlichen Swing in Tals angesagt, wenn in praktisch jedem Café, das was auf sich hält, eine Liveband auftritt. Das ist für halb Herentals die Gelegenheit, mal richtig einen drauf zu machen. Herentals ist eine sportliche Stadt. Das macht sich an den tollen Sport- und Entspannungseinrichtungen bemerkbar, wie zum Beispiel der Nete-Park, wo man sich im Sommer unter dem wachsamen Auge der Aufseher im Freibad nach Herzenslust austoben kann. Um den Wasserspaß für jedermann zu vervollständigen, verfügt der Nete-Park auch noch über verschiedene Hallenbäder. Neben dem Entspannungsbad gibt es das Zielgruppenbad und natürlich auch ein Wettkampfbecken. Weit und breit bekannt ist auch der große und gut ausgestattete Spielplatz des Nete-Parks, wo sich die Kinder den ganzen Tag lang ungestört vergnügen können, während ihre Eltern auf der Terrasse oder in der Cafeteria ein Getränk genießen. In der Nähe des Nete-Parks liegt das interaktive Wasseraktivzentrum Hedrodu. Hier erfährt man auf einer wissenschaftlichen Grundlage alles über Wasser. Ideal für einen Klassenausflug oder einen Sonntagsbesuch mit der ganzen Familie. Hier wird man aufgefordert, sich mit dem Gezeigten zu beschäftigen und es sogar selbst auszuprobieren. Lehrreich ist es auf jeden Fall. Herentals verwöhnt aber auch die Freunde des Wassersports. Eine touristische Attraktion ist der kleine Yachthafen, in dem immer zahlreiche Yachten und andere Sportboote vor Anker liegen. Einige sind auf der Durchreise, andere haben hier seit langem einen Dauerliegeplatz. Noch mehr Wasserfreuden kann man auf der kleinen Nete erleben, die das sauberste Flusswasser von ganz Flandern bietet. Kein Wunder, dass der Fluss bei Naturfreaks und Kanufahrern sehr beliebt ist. Man kann mit einem gemieteten Kanu flussabwärts fahren oder sich mit dem eigenen Boot ins Wasser begeben. Wie dem auch sei, eine Fahrt auf der kleinen Nete ist immer eine Entdeckungstour. Zwischen Rethi und Grobbendonk schlängelt sich der Fluss durch eine idyllische Landschaft und so entdeckt man noch weitgehend unberührte Fleckchen des alten Campenlands. Durch seine zentrale Lage im Campenland ist Herentals ein Knotenpunkt zahlreicher Radwege, die sie von Dorf zu Dorf führen. So lässt sich sportlicher Ausgleich mit einem lehrreichen Ausflug verbinden. Über den Hügelrücken des Campenlands verläuft ein Separat. Vielleicht größte touristische Trumpf unserer Stadt sind die vielen 100 Hektar Naturschönheiten rund um Herentals. Im Vogelreservat Snepkensweier gibt es noch viel unberührte Natur. Hier blüht die Heide inmitten der Fennlandschaft und die Zeit scheint stillzustehen. Das Verkehrsamt, das sich in der alten Stadtbrauerei auf dem Grote Markt befindet, erteilt Ihnen gerne Auskunft über unsere Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Sollten Sie Lust haben, sich alles aus der Luft anzuschauen, dann steigen Sie doch mal auf den 23 Meter hohen Touristenturm. Von hier blicken Sie über das ganze Campenland und Sie sehen Herentals optimal. Ein Städtchen im Grünen, wo sich heute und gestern noch die Hand reichen und wo es sich gut leben und wohnen lässt. Aber auch das ist Herentals.